Positive Psychologie. Warum ist die so wichtig? Herzlich willkommen zu meinem Einleitungsvideo in einer neuen Playlist von meinem YouTube-Kanal, die sich ausschließlich mal als Video, mal als reiner Hörpodcast damit beschäftigt, positive Psychologie zu vermitteln. Warum ist das so wichtig? Schau mal, über ein Jahrhundert lang, schon über die Zeiten von Sigmund Freud hinaus, hat sich die Psychologie immer mit einem einzigen Thema befasst. Die seelische Krankheit. Die Krankheit war im Zentrum der Beobachtung. Ich möchte natürlich auch anerkennen, dass die Psychologie in der Form, wie wir sie bisher hatten, auch Erfolge erzielt hat. Wir können heute mit sehr hoher Genauigkeit sagen, was eine Depression, was eine Schizophrenie, was Alkoholismus ist. Man kann das genau definieren, man kann es abgrenzen, was früher sehr schwammig zu greifen war. Nehmen wir nur das Beispiel von den Katalogen der Krankheit, ICD oder DSM. Das sind die zwei größten und wichtigsten Nachschlagewerke in der Psychologie. Der DSM, das ist der Katalog der amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie. Und der ICD, das ist der internationale Klassifizierungskatalog für Krankheiten. Ja, aber man hat immer nur Krankheiten. Man befasst sich mit Krankheiten und sagt, das ist die Krankheit und die möchte ich jetzt von einer anderen Krankheit differenzieren, abgrenzen. Wie sich die Probleme, die Krankheiten im Laufe des Lebens entwickeln, darüber wissen wir heute sehr viel mehr noch als vor 100 Jahren. Große Anerkennung der bisherigen Art und Weise, an eine Krankheitsbehandlung heranzugehen. Wir kennen die genetischen Grundlagen, wir kennen die Biochemie, wir kennen die psychischen Ursachen. Und nicht zuletzt haben wir auch durch die Standard-Krankheitsbehandlung gelernt, solche Störungen auch wirksam zu behandeln. Durch Psychopharmaka in der Psychiatrie, aber auch durch die Psychotherapie, durch die Macht des gesprochenen Wortes. Alles ganz klar. Aber seien wir doch mal ehrlich mit uns selbst. Was haben wir mehr erreicht, als uns nur über negative Gefühle auszulassen und uns darauf zu konzentrieren? Menschen wollen aber nicht nur auf ihre Schwächen hingewiesen werden. Sie möchten mehr, sie möchten den Sinn des Lebens haben. Sie möchten nicht nur ackern und rackern bis zum Tode. Und ist dir das nicht auch schon mal passiert? Du liegst im Bett, du wälzt dich herum und denkst über dein Leben nach, wie kriegst du das auf eine plus 5, plus 7 von einer plus 2 und nicht immer nur von einer minus 7 auf eine minus 3. Denn wenn wir mal die Skala nehmen von 0 bis 10 und von minus auf minus 10, dann ist unser Wunsch nicht immer im Minus zu sein, sondern wir möchten im Plusbereich besser werden. Und genau dafür gibt es seit einigen Jahren, seit so circa 20 Jahren, gibt es eine kopernikanische Kehrtwende. Also ein wirklich fundamentales neues Denken in Form der Psychologie, der positiven Psychologie. Die positive Psychologie bemüht sich, positive Emotionen zu verstehen. Sie bemüht sich, Stärken und Tugenden aufzubauen. Und drittens, sie bemüht sich, Hinweise zu geben, die es dir und mir ermöglichen, negative Emotionen wegzulenken. Das ist das eine. Und das zu finden, was zum Beispiel auch schon Aristoteles damals sagte, das ist das gute Leben. Also Blick, den Fokus weg von den Krankheiten hin auf das Positive. Denn was bedeutet überhaupt positiv? Wenn du bei Wikipedia mal nachschaust, was ist Positives, dann geht es im Bereich Medizin, Naturwissenschaften um eine Befundlage. Positiv ist etwas, was einen Nachweis hat, was man erkannt hat. Du kennst es vielleicht durch eine Krebsuntersuchung. Sie haben ein positives Ergebnis. Natürlich ist das jetzt für dich in deinen Empfindungen negativ, aber das Positive bedeutet, wir haben etwas gefunden. Wir haben etwas erkannt. Und darum geht es eigentlich bei der positiven Psychologie, etwas zu erkennen. Und das Streben nach Glück, das Streben nach diesem Zustand der Befriedigung ist im menschlichen Denken so sehr verankert, dass sogar die amerikanische Unabhängigkeitserklärung dieses Streben nach Glück
als zentralen Bestandteil jedes Amerikaners verbunden hat. So wie bei uns in Deutschland das Grundgesetz beginnt, die Würde des Menschen ist unantastbar, so ist in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung das Streben nach Glück für jeden Menschen als unantastbar festgelegt. Und wirklich ist es so, neue Forschungen haben ergeben, dass das Glücksgefühl auch wirklich nachhaltig gesteigert werden kann. Es gibt diese wissenschaftliche Bewegung der positiven Psychologie, den Fokus zu setzen auf das, was gut ist. Und diese positive Psychologie zeigt auch, wie man diesen hohen Glückspegel erreichen kann. Wenn es aber die positive Psychologie gibt, warum gibt es so viele unglückliche Menschen? Erstens kann man sagen, die Theorie, dass Glücksempfindungen auf Dauer vermehrt werden können, wird nicht anerkannt. Und zweitens der Glaube, dass alle positiven menschlichen Empfindungen seien nicht authentisch. Sie kämen nicht aus dem Inneren heraus. Aber es gibt wirklich nicht den geringsten Hinweis. Es gibt ihn nicht, dass negative Motive die Ursache für menschliche Stärken und Schwächen sind, die ja zweifellos auch vorhanden sind. Wirkliches Glücksempfinden entsteht dadurch, dass wir unsere Stärken erkennen, das ist wichtig, Stärken erkennen, diese pflegen und auch jeden Tag einsetzen in unserem Leben. Egal, ob auf der Arbeit, im Familienleben, mit unseren Kindern und so weiter. Aber nochmal, was ist das Wichtige? Man geht da schnell drüber hinweg. Genau der Punkt 1 war nämlich das Wichtige. Unsere Stärken erkennen. Was heißt denn eigentlich erkennen? Stärken erkennen bedeutet, sie deutlich zu sehen oder auch identifizieren. Kennst du überhaupt deine Stärken? Denn wenn es jetzt hier heißt, wirkliches Glücksempfinden entsteht durch das Erkennen von Stärken, darauf aufbauend dann diese zu pflegen, darauf aufbauend sie jeden Tag einzusetzen, dann fängt es ja ganz am Anfang an. Erkennen der Stärken. Die positive Psychologie ist ganz am Anfang das Fundament, ohne das ein Haus überhaupt nicht stehen kann, ist das Erkennen deiner ganz persönlichen Stärken. Die positive Psychologie steht auf drei Grundsäulen. Das sind die positiven Emotionen, das sind die positiven Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel Intelligenz, Sportlichkeit und so weiter, aber auch positive Institutionen. Es ist zum Beispiel positiv, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir eine Informationsfreiheit haben, dass wir starke Familien haben. Also positive Emotionen, Charaktereigenschaften und Institutionen. Die positiven Emotionen sind zum Beispiel Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht. Und diese sind ganz besonders effektiv, wenn das Leben um einen herum am schwersten ist. Wenn es einem so richtig schlecht geht in Krisenzeiten, haben sie ihre höchste Wirksamkeit, wenn du dich auf deine Stärken und Tugenden, wie zum Beispiel Mut, Tapferkeit, Besonnenheit, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit und Treue konzentrierst. Nochmal auf den Punkt 1. Wirkliches Glücksempfinden entsteht durch das Erkennen von deinen Stärken. Es ist also im Endeffekt positive Psychologie, eine Form der Perspektive. Menschliche Stärken und Tugenden sind ein Schutzschild gegen seelische Störungen. Das ist die seelische Widerstandskraft, das ist die Resilienz, die den einen stark macht gegen äußere Einwirkungen und den anderen schwach sein lässt. Resilienz entsteht durch das Bewusstsein, durch das Erkennen, immer wieder erkennen, 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 durch das Identifizieren seiner eigenen Stärken. Wo ist meine Stärke? Banal ausgedrückt, ich kann gut vorlesen, aber kann sehr schlecht singen. Was bedeutet das? Wenn jemand mich angreift und sagt, du bist aber ein sehr, sehr schlechter Sänger. Ja, aber dann weiß ich, mein Fokus, meine Erkennung, meine Identifizierung meiner positiven Eigenschaften ist zum Beispiel das gute Vorlesen. Dann macht das gar nicht so viel aus, ob du ein guter oder schlechter Sänger bist, sondern du weißt, dass du ein guter Vorleser bist. Ein banales Beispiel, aber dafür musst du erstmal etwas erkennen.
Erkenne deine Stärken. Erkenne dich selbst. Und ein guter Psychotherapeut hilft dem Patienten oder Klienten, je nachdem, wie man ihn beschreibt, betrachtet, hilft dem Patienten nicht nur seine seelischen Leiden zu heilen. Gute Psychotherapeuten helfen darüber hinaus, den Menschen, der vor ihnen sitzt, dem Patienten, seine Stärken und Tugenden zu erkennen und diese auszubauen. Ein Psychotherapeut ist wie, in Anführungsstrichen, ähnlich einem Coach, der ihm dann hilft, den Blick auf die Tugenden und Stärken, die schon vorhanden sind, zu richten und diese auszubauen. Und zusammengefasst, positive Psychologie hat das Ziel, einen Gedankengang zu vermitteln. Wenn man sich in der Sackgasse des Lebens befindet, dass der Gedankengang immer ganz oben ist. Es gibt einen Ausweg. Ich habe Stärken und die helfen mir zu einem Ausweg. Selbst wenn ich den Ausweg im Moment noch nicht kenne. Aber es gibt einen Ausweg. Und dieser führt zur Freude. Dieser Ausweg führt zur Zufriedenheit. Zu den menschlichen Stärken wie Tugenden. Zu der Erfüllung im eigentlichen Sinne des Lebens. Und zwar dem Sinn und Zweck im Leben. Und dazu soll diese jetzt begonnene Playlist einen ganz kleinen Anteil dazu liefern. Ich werde in regelmäßigen Abständen immer wieder kleine Podcasts oder Videos bringen, um deinen Blick auf deine Stärken zu richten, deine Resilienz dadurch zu stärken und damit du ein wenig mehr oder ein viel mehr Freude im Leben bis hin zum Sinn, zum Erkennen deines persönlichen Sinnes im Leben erreichen kannst. Das ist die positive Psychologie. Weg von dem Fokus, dass man sich nur auf die Krankheiten konzentriert, was war in der Vergangenheit. Es ist nämlich nicht immer gut, die Frage gestellt zu bekommen, was ist in deiner Kindheit passiert, dass du heute so bist, sondern was muss passieren, damit du morgen aufwachst und deine Probleme beseitigt sind. Diese Frage ist viel effektiver und schneller, dich führend in die Richtung von Glück und Zufriedenheit bringend, als die Frage, was ist in deiner Kindheit passiert, dass du heute mit diesen Gedankengängen dich noch wie mit einem Rucksack beladen durchs Leben führst. Also vielen lieben Dank, dass du mir jetzt diese Minuten Zeit gewährt hast und lass uns gemeinsam neue Themen finden, wo im täglichen Leben den positiven Gedankengang verstärkt werden. Hast du irgendwelche Gedankengänge, wo du Hilfe benötigst? Fühl dich so frei, schreib das in die Kommentare hinein. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, hoffentlich Jahre, diese Playlist weiter ausbauen. Denk bitte immer positiv. Es gibt Grund dafür, genug positiv zu denken, weil du hast Stärken. Identifiziere sie. Erkenne deine Stärken. Nochmals die drei Stufen zum wahren Glücksempfinden. Denn es heißt ja nicht zum wahren Glück. Das wahre Glück bestimmt jeder für sich selber. Aber es geht um das Glücksempfinden. Und zwar erstens, erkenne deine Stärken. Pflege deine Stärken. Setze deine Stärken jeden Tag ein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für deine Neugierde. Wir werden es gemeinsam schaffen, in den nächsten Zeiten noch positiver als heute zu denken. Egal auf welchem Status du bist, du wirst positiver denken. Alles Gute, bleib positiv, dein Marco.